Dieser Knopf funktioniert nur, wenn der Gedankentest läuft. Laut Emmet druckt dieses Ding Gedankenkarten. Vorsicht! Der Duft darf sich nicht verflüchtigen! Wie kann ich Emmet dazu bringen? Das riecht gut. Das riecht gut. Hey Emmet, ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem Gedankentest nicht. Ach, der Schalter hat ständig Kurzschlüsse. Ich habe jetzt keine Zeit, ihn zu reparieren. Das erledige ich auf der Expo. Dann erstelle ich wohl keine Gedankenkarten mehr. Ich schätze, ich probiere es aus und hoffe aufs Beste. Bingo! Jetzt sieht Emmets Karte wie die von Tennen aus. Jetzt muss ich die nur noch mit Emmets originaler Gedankenkarte vertauschen und seine eigene Maschine wird ihm zum Verhängnis. Okay, Emmet, mach dich bereit für dein neues Ich. Hey! Was? Ich hätte beinahe meine Gedankenkarte vergessen. Edna hätte mich umgebracht. Wir werden die Karte bei der Expo als seltenes Beispiel eines Musterbürgers zeigen. Das wird sie vermutlich sowieso tun, wenn sie deine Gedankenkarte sieht. Sobald Emmet auf der Expo ist, muss ich dafür sorgen, dass er seine Karte in den mentalen Affinitätsmesser steckt. Ich konzentriere mich besser darauf, Emmet als untreu und schlampig darzustellen.
Emmett, hast du eine Sekunde? Klar. Ich habe sogar mehrere. Wie wäre es, wenn wir ein paar Stunden Pause machen und uns einen Film ansehen? Ein paar Stunden? Eigentlich sind es wohl eher so 70 Minuten. Ich habe keine paar Stunden Zeit. Ich muss noch diese Gedankenkarten sortieren. Und die Verkabelung des MAM bereitet mir auch Sorgen und... Schon klar, du hast zu tun. Du siehst beschäftigt aus. Wir können ja später reden. Ja, sicher. Hey, Emmett, ich hab... Wow. Ups. Was zur Hölle? Oh nein, das tut mir leid. Dein Anzug ist ruiniert. Edna wird stinksauer sein. Falsch! Was? Als Edna mir diesen Anzug gab, war mir sofort klar, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn sauber zu halten, gegen Null tendierte. Also habe ich das hier angerührt. Huch, was war das? Ein chemisches Mittel, das jeglichen Schmutz von allen Oberflächen entfernt. Emmett, du wirst Millionen verdienen. Nicht allzu schnell, fürchte ich. Aufgrund einer inhärenten Instabilität in der molekularen Zusammensetzung zerfallen die chemischen Bestandteile des Reinigers nach 12 Stunden in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme, was den kommerziellen Nutzen einschränkt. Moment, heißt das, dass sich dein Anzug in 12 Stunden auflösen wird? Gott nein, das Mittel löst sich nach der Anwendung in Luft auf. Doch wenn man diesen Reiniger noch 11 Stunden und 53 Minuten altern ließe, würde er diesen Anzug schneller zerfressen als 1000 hungrige Motten. Und das wäre eine Katastrophe von unvorstellbaren Ausmaßen. Warum? Weil dieser Anzug Ednas Großvater gehörte, der ihn bei seiner Hochzeit trug. Der Arme wurde nur wenige Jahre später erschossen. Emmett? Genug der Tagträume. Zurück an die Arbeit. Der Reiniger wirkt nicht sonderlich tragbar. Nein, aber die ist tragbar. Eine Parfümflasche? Ja, nein, klar, es ist eine Parfümflasche. Aber da drin ist eine konzentrierte Dosis meines Allzweckreinigers. Dieses Spray sollte für die nächsten 12 Stunden halten, bevor seine chemischen Bestandteile in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme zerfallen. Clever. Was zur Hölle ist das? Was? Sorry, ich dachte, ich hätte eine Tarantel gesehen. Emmett? Ja? Sag mal, du und Edna, ist das etwa was Ernstes? Nun, wir zwei lachen auch schon mal über einen Witz, aber insgesamt nehmen wir das Leben ernst. Wieso fragst du eigentlich, Marty? Nein, 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 ich meine, wie ernst ist eure Beziehung? Oh, nun, als Wissenschaftler kann ich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber vorläufig nehme ich an, dass ich bis über beide Ohren verliebt bin. Wirklich? In Edna? Was soll ich sagen? Sie ist meine Muse. In den Wochen, seit wir uns treffen, hat sie mich auf so viele wunderbare Ideen gebracht. Geh wieder an die Arbeit. Danke. Was? Ich habe nur über die Zukunft nachgedacht. Das Gerede über Ednas Großvater hat mich etwas erkennen lassen. Bitte lass es etwas mit Blitzen zu tun haben. Das Leben kann kurz sein, manchmal gnadenlos kurz. Also, warum soll man sein Glück nicht genießen, solange es noch geht? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich habe es eigentlich für den Valentinstag geplant. Aber warum warten? Ich weiß, was ich will. Emmett, nein. Ich werde Edna einen Heiratsantrag machen. Jetzt gleich. Nein. Oh, richtig. Ich werde bis heute Nacht bei der Expo warten. Da ist es dann auch viel romantischer. Denk dir nur, morgen um diese Zeit werden Edna und ich verlobt sein. Und wir werden von der Wissenschaft gefeiert werden. Das verdanke ich nur dir. Gern geschehen. Hey, Emmett, ich muss für eine Weile raus. Ich dachte, Edna hätte dich geschickt, damit ich nicht abgelenkt werde. Oh, du schaffst das schon. Pelze gespendet von Lamonts Hermelinpelze. Wenigstens dienen sie einem guten Zweck. Sie stecken in der Teergrube fest.
Die Zeiten in Hill Valley mögen schwer sein, doch unsere Sorgen scheinen unbedeutend, wenn wir uns zurück ins Pleistozän versetzen. Erwartet Sie nur Ärger, wenn Sie vor die Tür gehen? Na, zum Glück ist es kein Tyrannosaurus, König der Urzeitechsen. Und wenn Sie in Schulden versinken, tja, Sie könnten auch in etwas viel Klebrigerem versinken. Zum Beispiel in den Teergruben von Hill Valley. Diesen Blick in die ferne Vergangenheit präsentierte Ihnen Lamonts Hermelinpelze. Denn Pelz ist für die Ewigkeit. Gut, dass ich das vor dem Ablauf von Emmets 12-Stunden-Frist gemacht habe. Sonst hätte der Reiniger den Pelz aufgelöst. Dann wollen wir mal die Pelze ablegen, nicht wahr? Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die Pelze, den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut, ich brenne darauf, dem feinen Fräulein eine Vorstellung zu geben. Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die Pelze, den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut, ich brenne darauf, dem... Hi, Trixie. Oh, hey, Naja, es wäre zwar unterhaltsam... Ach ja... Nicht alle, aber... Gut, ich brenne... Hey, Trixie. Sind diese Pelze gut genug? Naja, sind etwas schäbig, aber sie genügen. Was ist mit den Diamanten und dem Fotoalbum? Ich bringe sie Ihnen. Ich habe Emmets Fotoalbum mitgebracht. Mal sehen. Wow! Sieht gar nicht so schlecht aus für einen Eierkopf. Denken Sie daran, Sie sollen ihn nicht wirklich verführen. Ich vergreife mich nicht an Kindern, Kleiner. Jetzt bring mir den Diamanten und wir sind im Geschäft. Voila! Hallo! Ziemlich schick für einen falschen Klunker. Gib her! Mach so weiter und ich find noch echt Gefallen an dir. Find lieber falschen Gefallen an Emmett. Ich arbeite dran. Haben Sie denn jetzt auch alles für Ihren großen Auftritt? Alles außer deinem Freund. Emmett Brown, rote Haare, etwa so groß. Er wird mit Edna Strickland zusammen sein. Aber nicht mehr lange. Klasse. Doc wollte, dass ich ihm sage, wenn das Lämpchen an dem Diagnosedings grün wird. Hey, das Lämpchen ist grün. Das bedeutet, Doc kann den DeLorean wieder rausfahren. Hey, Doc. Ich meine, Mr. Sagan. Entschuldigen Sie mich kurz, Miss Strickland. Für den Moment habe ich sie neutralisiert. Wie geht es bei dir mit dem Plan voran? Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, die Leuchte ist jetzt grün. Wundervoll! Wenn die Systeme laufen, kann ich einen weiteren Testlauf starten. Ich habe kurz etwas zu erledigen, Miss Strickland. Denken Sie über das nach, was ich Ihnen gesagt habe. Oh, das werde ich.
Und wann sind Sie gelandet? Vor 9 Stunden und 37 Minuten. Autsch. Offen gesagt wird es langsam etwas schwierig, mir nicht selbst über den Weg zu laufen. Der Zeitsprung lieferte einige interessante neue Daten über den Fluxbereich. Ich führe weitere Tests durch. Mal sehen, was wir finden. Hier ist sie sicher. Ich muss mit Ihnen reden. Verzeihung, meine Liebe. Ja? Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, worauf soll ich nochmal achten? Auf das Signal, dass die Prüfung der Zeitleitung vorbei ist. Die Analyse kann eine Weile dauern. Sag mir Bescheid, wenn die Leuchte grün wird. Dann starte ich den nächsten Testlauf. Nein, noch kein grünes Licht. Hey, das Lämpchen ist grün. Ich muss mit Ihnen reden. Verzeihung, meine Liebe. Okay, Mr. Sagan, lassen Sie sich Zeit. Vielen Dank, Miss Strickland. Ja? Ihr Chronometer ist wieder grün. Ausgezeichnet. Hoffen wir, dass mein Testlauf diesmal erfolgreich ist. Ich muss Sie leider wieder verlassen. Nun ja, Sie haben mir viel zu denken gegeben. So wie es aussieht... 7 Stunden. Ich bin nah dran, das Problem zu identifizieren. Ich werde den guten chronometrischen Analysator wohl nochmal anwerfen. Nein, noch kein grünes Licht. Könnte ich kurz mit Ihnen sprechen, Miss Strickland? Sicher. Entschuldigen Sie uns einen Moment. Es ist wie folgt. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Nein, noch kein grünes Licht. Nein, noch kein grünes Licht. Der Vulkan sieht aus wie der, den ich in der 7. Klasse mal gebastelt habe. Hey, das Lämpchen ist grün. Hey, Carl. Entschuldigung, Miss Strickland. Für Sie, Edna.
Ihr Chronometer ist wieder grün. Ha, Zeit für noch einen Testlauf. Miss Strickland? Gehen Sie. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Hatten Sie dieses Mal Glück? Kommt darauf an, was du mit Glück meinst. Die Zeit meiner Ankunft war wieder verschoben. Um wie viel? 8 Stunden dieses Mal. Ich hatte Zeit, mir 3-mal Frankenstein anzusehen. Guter Film. Aus wissenschaftlicher Sicht nicht ganz plausibel. Aber ich kann verstehen, wie fasziniert mein jüngeres Ich gewesen wäre. Aber was ist mit dem DeLorean? Oh ja, ich habe etwas Entscheidendes entdeckt. Die Chromelemente der Zeitleitung werden während des Zeitsprungs instabil. Ich sollte sie durch Titan ersetzen. Toll. Nun, leider kann man Titan erst in 9 Jahren käuflich erwerben, nachdem der Kroll-Prozess perfektioniert wurde. In 9 Jahren? Aber es könnte eine andere Lösung geben. Ich werde den chronometrischen Analysator erneut anwerfen. Dann kannst du, während ich Edna ablenke... Ho, ho, ho. Wo ist Edna hin? Zum Labor! Du machst dich besser auf den Weg dorthin, bevor sie alles verkompliziert. Ich kümmere mich um den DeLorean. Zur Perfektion gereift. Hey Emmett, ich bin zurück. Meine Güte! Ich hatte gedacht, dass du gekommen bist, um dafür zu sorgen, dass sich Emmett auf seine Erfindung konzentriert. Oh, das ist sie. Aber sie hat gütigerweise alle 45 Minuten eine Kuschelpause anberaumt, damit mein Geist frisch bleibt. Die Zeit ist rum, Liebling. Zurück an die Arbeit. Sollen wir? Nun, Mr. Corleone, was kann ich für Sie tun? Carl Sagan ist drüben in der Highschool. Er meint, er muss Sie sprechen. Tatsächlich? Weswegen? Er hat Hinweise auf den Brandstifter der Bar. Hat er das? Ich glaube zwar nicht, dass sich noch irgendjemand für diese alte Story interessiert, aber ich denke, ich kann für die Aufklärung eines Verbrechens ein paar Minuten opfern. Kannst du es ein paar Minuten ohne mich aushalten, Liebling? Das wird schwer, aber ich werde es irgendwie schaffen. Es ist wichtig, dass er sich konzentriert. Er lässt sich so leicht ablenken. Das will keiner. Da ist er. Ich habe schon überall nach der Antikleber- und Antifleckenformel gesucht. Wo hast du ihn gefunden? Draußen im Müll. Merkwürdig. Ich war seit Stunden nicht draußen. Na gut. Willst du dein Jackett nicht säubern? Sieht ziemlich dreckig aus. Erst wenn es richtig dreckig ist. Dieser Reiniger wächst nicht auf den Bäumen. Einige Inhaltsstoffe schon, aber der Rest besteht aus einer synthetischen Polycarbon-Reinigungsmischung. Das schaffe ich. Aber ich warte bis zur Expo, bevor ich Edna vorführe, was für ein Anzug zerstörender Chaot du bist. So, das war's auch schon. Wirklich? Yep. Sobald ich den ganzen Kram auf den Laster geladen habe, bin ich bereit für die Expo. Lust mit anzupacken? Wie wär's, wenn ich Edna sage, dass du kommst? Ich bereite sie schon mal auf deine Frage vor. Gut mitgedacht. Dann geh. Wir sehen uns dort. Hoffentlich funktioniert das. Marty! Doc! Wo ist Edna? Drinnen. Sie bereitet ihren Stand vor. Es ist gleich Zeit für die Eröffnungszeremonie. Oh Mann, ich sollte lieber schnell machen. Ich glaube, ich hab's jetzt. Wenn alles funktioniert, hält Edna sie bald für den schlimmsten Kerl der Stadt. Mir fehlen nur noch ein paar Teile. Na gut, mach dir nur nicht zu viel Arbeit. Was meinen Sie? Oh... Sie wissen, wie man sie einfach auseinanderbringen kann? Nicht ganz. Ich habe alles noch einmal durchdacht und das ist, in der Zeitachse, aus der du kommst, Der richtigen Zeitachse. Ja, ja. Hab ich da eine Frau? Eine tolle Frau. Clara. Und Kinder. Und einen Hund. Und einen abgefahrenen Zeitzug. Und... Edna?
Wie endet die Geschichte für Sie? Was wird aus ihr? Oh, naja, das mit Edna. Sie sollten das wirklich nicht verfrüht erfahren. Das bringt Unglück. Aber du hast mir gesagt, was aus mir wird. Ja, aber... Ich kann ohnehin nichts daran ändern, wenn sich das Schicksal meines jüngeren Gegenstücks erst einmal ändert. Ich schätze, ich werde in die neue Zeitachse verfrachtet und verliere meine Erinnerung an die alte. Mag sein. Dann verrate mir, einfach um meine Neugier zu stillen, was wird aus Edna? Ehrlich gesagt endet das irgendwie traurig für sie. Traurig? Naja, sie wohnt mit ein paar Katzen in einer mickrigen Wohnung und die meiste Zeit schreit sie von ihrem Fenster aus Leute an. Und sie sammelt Zeitungen und lebt in der Vergangenheit. Ich verstehe. Vielleicht sind wir dieses Problem falsch angegangen. Müssen wir meine Zeitachse wirklich vollständig auslöschen, um deine wiederherzustellen? Doc? Vielleicht könnten wir das Beste von beidem haben. Ich könnte mit Edna zusammen sein, aber es wäre etwas, ausgewogener. Hören Sie sich eigentlich zu? Wissen Sie, was Sie da sagen? Erinnern Sie sich. Sie hat ihr Leben kontrolliert. Sie hat verhindert, dass sie taten, wozu sie bestimmt waren, bis von ihnen nur noch eine leere Hülle übrig war. Mag sein, aber nur, weil ich ihr wichtig war. Ich glaub's einfach nicht. Ich meine doch nur, lass uns erstmal tief durchatmen. Dieser raffinierte Plan, das Liebesleben meines jüngeren Ichs scheitern zu lassen, ist das kurzfristige Leid den langfristigen Nutzen wert? Vielleicht finden wir einen dritten Weg, sodass alle gewinnen. Was meinst du?